Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Verplänkungs. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich präsentiere heute Forsaken Temple aus dem Steam Workshop. Donner Ding findest du natürlich in der Videobeschreibung. Erstellt wird das Ganze von Nacho24, hat aktuell 0 Sterne, weil nicht genügend Bewerter vorhanden sind und wurde am 28. Mai 2019 hochgeladen. So, wir befinden uns wieder im Jahr 2019, weil gestern waren wir ja noch im Jahr 2018. Aber ich habe eine Frage an Nacho24, denn ihr schickt mir ja immer eine E-Mail mit euren Vorschlägen an die E-Mail-Adresse und in der Videobeschreibung, kurze Werbung. So, auf jeden Fall hast du mir den zugeschickt und ich habe draufgeklickt, wenn der sauber ist. Ich hatte auch schon mal 2 E-Mails, die waren nicht sauber. Ich kann das identifizieren, ich kenne mich da so ein bisschen aus. Und auf jeden Fall habe ich da draufgeklickt und dann kam der Forsaken Temple in meinem Browser. Jetzt muss ich aber immer den Namen rauskopieren und im Workshop, also in dem Tool von Steam, muss ich dann diesen Namen nochmal eingeben und vergleiche das dann mit dem Ersteller. Soweit, so gut. Jetzt ist aber das Problem, dass Forsaken Temple zweimal im Workshop vorhanden ist. Jetzt habe ich allerdings die Daten miteinander verglichen, also vom Browser und dem Tool. Und da stand dann 7,527 MB Dateigröße. Und das war in dem Browser auch. Also, falls du unten in der Videobeschreibung auf den Link klickst und da liest du Dateigröße 7,527 MB, Veröffentlichung am 28. Mai 2019, Aktualisierung 28. Mai 2019, bist du richtig. Hoffe ich jetzt einfach mal, weil die Daten, ist nämlich diese Bahn, die präsentiere ich jetzt gerade. Aber ich packe die jetzt auch nochmal in die Videobeschreibung, mache ich ja eigentlich immer. So, ansonsten darf ich natürlich wie immer kritisch beurteilen, ist als Sandbox gespeichert worden, also als Park, heißt Terraforming und Wege sind gespeichert, kannst du aber nicht in deinem bestehenden Park implementieren. Nur als Hinweis. Und es handelt sich dabei wieder um Azteken, weil wir hatten ja gestern Azteken, heute Azteken. Wir machen das ja meistens, also das ist jetzt nicht gewollt, das war jetzt wirklich Zufall. Meistens mache ich das ja so, dass an einem Wochenende immer so ein Thema behandelt wird. Zum Beispiel die Shooting Attractions, nennt man die so? Die Shooting Attractions, die Schießattraktion. Shooting Attractions klingt schon ein bisschen geiler. Aber die Shooting war das hier gerade Synchronhüpfen der Krokodile? Achte mal kurz, warte, machen wir gleich. So, auf jeden Fall, die Shooting Attractions habe ich ja zum Beispiel an einem Wochenende behandelt. Dann hatten wir Azteken, dann Dschungel, dann meist manchmal Winter, Sommer, Frühling, Herbst, was auch immer. Irgendwie finden wir meistens so ein passendes Thema, vor allem, wenn ich die selber finde. Wenn ihr mir die zuschickt, gehe ich natürlich von unten nach oben und manchmal ist das echt Zufall, dass das gleiche Thema in einem Wochen behandelt wird. Wollte ich nur kurz so anmerken. Ansonsten, die Leute strömen hier schon zum Forsaken Tempel. Der ist natürlich noch geschlossen, damit der VIP höchstpersönlich als allererstes damit fahren kann. Ja, so, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Warteschlange. Ihr müsst euch gedulden, erst der VIP, dann ihr. So, wir haben hier das Schild The Forsaken Temple. Da haben wir Basecamp. Also hier sind die Basecamper. Dann ist hier ein Tempel mit Grün und Weintrauben. Und die Trauben, ne? Das ist eigentlich eine gute Sache, wenn du in der Warteschlange stehst und du wartest sehr lange, dann kannst du dir so eine Traube nehmen und essen. Wartest du sehr, sehr lange, kannst du daraus Wein machen. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Tempel. Das finde ich cool. Das gefällt mir echt gut. Heißt jetzt nicht, das andere gefällt mir nicht gut, aber das hier gefällt mir sehr gut. Das schlängelt sich um die Bahn, so wie es aussieht. Die Bahn geht hier auch... Erinnert mich ein bisschen, ein klein bisschen an... Nicht die Krake. Efteling, warte mal, Baron? Da geht das auch so unter ihr... Ganz leicht angelehnt, ganz leicht, ganz weit entfernt, aber so ein klein bisschen. Da geht der ja auch so in den Untergrund und dann kannst du aber da drüber laufen und dann geht die so hoch. Ist das Baron? Ein Dive Coaster auf jeden Fall, das weiß ich noch. Baron, ne? Ja, der Baron ist es auf jeden Fall. Der Baron von Münchhausen. So, dann haben wir hier noch eine Tempelanlage. Hier haben wir ein bisschen Schiene. Ist das selbst gebaut? Das Fallgitter hier? Ich glaube schon, ne? Oh, per Auslöser. Warum sprüht das denn so lang nach? Nur eine Frage. War das so gewollt oder hast du da aus Versehen auf zweimal wiederholen geklickt? Weil, also wenn du jetzt... Angenommen, du fährst mit der Bahn darauf zu, nimmst das wahr, dass dann da Wasser hochkommt, bist dann aber schon wieder 400 Meter weiter entfernt, weil die Geschwindigkeit dafür sorgt, dass du so über die Schienen gleitest. Und hinter dir, 400 Meter später, kommt dann nochmal Wasser hoch. Ich glaube, das realisiert keiner. Ansonsten sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Gefällt mir.
Ah, hier sind Blumen drin. Okay, hier, nein, nicht Blumen. Entschuldigung, hier ist Wein. Das Naturprodukt vom Wein sind hier drin. Die Trauben. So, dann haben wir hier... Das ist gewöhnungsbedürftig. Ist nicht böse gemeint, aber irgendwie ist das echt gewöhnungsbedürftig, wenn man die Sockel so daneben setzt. Muss man erstmal wirken lassen, so ein bisschen. Dann haben wir hier... Ah, das ist das Element von der Blue Fire. Ich vergleiche so viel mit der Blue Fire. Auf jeden Fall, da wird Geschwindigkeit rausgenommen. Dann fährst du nämlich langsam hier wieder runter. Hier haben wir das Synchronspringen der Krokodile. Ich weiß nicht, sehen wir das jetzt? Glaubt nicht, ne? Ich habe aber vorhin gesehen, dass wir zum Beispiel sehr langsam da durch den Corkscrew fahren. Da bin ich mal drauf gespannt. So, ansonsten haben wir schon Messwerte. Die könnte ich ja schon mal vorlesen, damit ich die nachher nicht vergesse. Spaß 6,84, Nervenkitzel 5,04, Übelkeit 1,19. Dann haben wir eine Fahrdauer von 87,4 Sekunden, Streckenlänge 891 Meter, Maximalgeschwindigkeit 91,8, Tiefstgeschwindigkeit 37,8, tiefster Fall sind 30 Meter. So, ansonsten gehen wir jetzt mal rein und gucken mal. Du hast auf jeden Fall dafür gesorgt, dass man sich nicht verlaufen kann. Finde ich gut. Und vor allem, kennst du das in Warteschlangen? Das sind immer Leute, die setzen sich dann auf die Brüstung. Mache ich auch. So. Und wenn du das hier machst, dann hast du Spaß. So. Dann müssen wir hier entlang. Okay. Das ist eine Abflussrinne. Und dann hier hoch. Hier wären Geländer cool gewesen, weil manchmal treten die Leute so ein bisschen daneben und dann, ne, brechen sie sich hier nach am Beinchen. Hier entlang und dann sind wir oben und instant richtig, wie man es gewohnt ist. So, ansonsten steige ich natürlich direkt in die falsche Bahn ein. So, los geht's. Nein, pass auf, wir machen das anders. Wir machen das anders. So, pass auf, stopp, Test, stopp, Test, stopp. So, jetzt sind wir richtig. Ich wollte sehen, wie das Tor aufgeht. Ob es richtig aufgeht oder nicht. Oh, 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 oh. Hast du gesehen? Ist hier unten ein bisschen durchgebackt. Sehen wir gleich bei der Nachtfahrt. Was steht da? Danger. Ah, okay. Die Warteschlange. Ich gucke mich mal so ein bisschen um. Aha. Die Berge hast du sehr schön gemacht. Siehst du, und jetzt nimmst du nicht mehr wahr, was da hinten war. Da stand was, muss ich gleich lesen. Gesehen an der Schiene. Ich glaube, das ist selbst gebaut. Weil dieses Fanggitter, ne? Hier hat es gepasst, obwohl die Türen zu der Bahn öffnen. Warum ist hier Sprengstoff? Okay, warte mal kurz. Pause, Pause, Pause. Entschuldigung. Hui. Bevor du jetzt losfährst. Warte mal kurz, Kollege. Warte mal, ich wollte mal ganz kurz gucken. Was stand da in der Kurve? Danger Crocodiles. Okay, ja klar. Hier, die Synchronspringer. Natürlich. So, dann würde ich sagen, schalt mal in den Nachtmodus. Dann gucken wir uns mal den Nachtmodus an. Ja, ist gut beleuchtet. Ist passend auf jeden Fall gewählt. Hier oben auch nochmal zwei Fackeln angebracht, finde ich gut, ne, wegen der Sicherheit. Vor allem, wenn die Leute dann aussteigen, weil irgendwelche technischen Probleme waren, steigen die hier aus und lassen sich in den Baum fallen. finde ich schon gut, dass in Sicherheit gedacht wurde, dass da oben Licht ist, ne. Was ich auch sehr cool finde, ist dieses Fahrelement hier zum Beispiel. Der First Drop und dann umrandet von einer schräg gelegenen Kurve. Ja, so, ich habe mir den Spezialnamen gemerkt. Okay, dann würde ich sagen, testen wir die jetzt mal im Dunkeln. Moment, ich steige mal kurz ein und dann so. Tastenkombination ist am Start. Ah, da stand was. Adventure Entries? Kann das sein? Abenteuereingang? Zahnstocher? Wenn du was, weißt du, wenn du vorher was gegessen hast, kannst du die nochmal...
Das ist gewöhnungsbedürftig. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Also. Und dass das durch die Treppe da glitscht, finde ich. Das mag ich, wenn die Geschwindigkeit rausgenommen wird. Aber hier hätten ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Das finde ich wiederum cool, ne? Dass man in Untergeschoss fährt. Hauptsache ein Gong am Ende. Okay. Kommen wir mal zu einer Bewertung. Der Streckenverlauf an sich finde ich nicht schlecht, allerdings hier ein klein bisschen Geschwindigkeit mehr hätte nicht geschadet. Was ich sehr toll finde, ist zum Beispiel diese Fangnetze selbst gebaut, finde ich sehr gut. Dann die Station sieht sehr gut aus, das hier gefällt mir sehr, sehr gut. Der Anstehbereich ist okay, ist noch nicht mal, also doch, ist gut. Also nicht nur okay, ist sondern gut. Das hier mit dem Synchronspringen der Krokodile, ja, ist nicht so meins. Ne? Ist wirklich nicht so meins. Ansonsten eine solide Bahn. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht bös gemeint. Ich weiß, ich hoffe, das verstehst du. Aber die hat mich nicht ganz so abgeholt. Und deswegen gebe ich auch nur 3 Sterne. Obwohl 3 Sterne ist ja auch nicht schlecht. Also, wie gesagt, manche erhoffen sich mehr. Aber wie gesagt, ich möchte auch immer sehr sehr neutral beurteilen, ob mir die zugesendet werden oder ich es selbstständig finde. Ich versuche da alle gleich zu behandeln. Ich hoffe, du bist mir nicht böse und du kannst natürlich anderer Meinung sein. Ihr alle dürft natürlich gerne anderer Meinung sein. Das dürft ihr mir gerne in Kommentare schreiben und oder hier oben auf dem i klicken. Da könnt ihr der Bewertung zustimmen oder ablehnen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.